Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Skorpione, die Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Die Blauglöckchenfee können wir hier schon sehen. Dankbarkeit ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Dankbarkeit zu zeigen, vielleicht sie auch zu erfahren, kann also hier auf ja unterschiedlichste Arten und Weisen dem ein oder anderen von euch im Resonanzfall natürlich dann passieren. Genauso wie ich mir das Ganze hier aber auch im spirituellen Sinne vorstellen kann. Und dieses Bild, das sieht hier auch schon so aus, als dass man hier auch ein gewisses Maß an Demut zeigen könnte. Gott dankbar zu sein, dem Schicksal oder dem Universum dankbar zu sein für das, was man bekommen hat, für glückliche Umstände. Aber auch da würde ich den Begriff Dankbarkeit mit dem Begriff der Demut beispielsweise schon im Zusammenhang setzen. Das möchte ich mir natürlich jetzt während des Readings genauer anschauen. Hier haben wir schon gleich eine spirituelle Karte tatsächlich. Wir haben hier die Mäßigkeit als allererstes. Die Mäßigkeit steht für Balance, für Ausgeglichenheit, für Ausgewogenheit auch in vielen Fällen. Es ist eine von drei ganz klassischen Heilungskarten und es ist auch eine ganz klassische Kommunikationskarte. Der Aspekt der Kommunikation bei der Mäßigkeit bezieht sich meistens auf Gespräche oder auf ja, Textnachrichten beispielsweise, die in einem empathischen Maße geführt werden. Dort wird man ausreden dürfen, man lässt auch das Gegenüber ausreden, man kann sich in das Gegenüber hineinversetzen, ihn oder sie nachvollziehen. Ein Wohlfühlgefühl kann hier drin dann natürlich während Gesprächen oder Interaktionen natürlich dann auch empfunden werden. Allerdings ist diese Heilungsenergie der Mäßigkeit auch mit der inneren Mitte oder dem inneren Ausgleich gleichzusetzen. Dass man hier aber auch mit der Mäßigkeit die ein oder anderen ja, Ungereimtheiten begradigen könnte, Probleme lösen könnte, auch das kann ich mir alles noch gut und gerne vorstellen. Da brauche ich die Klärungen und Spiegelungen unter anderem, um konkreter werden zu können. Dicht gefolgt von der nächsten Heilungskarte, die Vier der Schwerter, haben wir jetzt hier also eine sehr heilungstechnische Energie. Es dreht und handelt sich hier vorrangig wahrscheinlich bei vielen von euch um einen gewissen Konflikt. Bei den Vier der Schwertern spricht man hauptsächlich von gedanklicher und mentaler Heilung. Es geht also hier darum, sich keinen Stress mehr zu machen, keine Sorgen mehr zu machen, sich nicht mehr über eine ganz bestimmte Angelegenheit den Kopf zu zerbrechen. Man spricht von klaren, strukturierten, geordneten Gedanken, vom kühlen Kopf oder vom Durchblick kann man genauso sprechen bei den Vier der Schwertern. Die Ruhe und die Meditation sind weitere Grunddeutungen von den Vier der Schwertern. Auch die möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter ist hier in der Mitte des Readings oben eine zentrale Energie, auch eine überstrahlende Energie. Sie hat jetzt hier gar nichts mit dieser Heilung zu tun, denn bei den Neun der Schwertern macht man sich generell Sorgen. Man könnte so weit gehen und sagen, da verzweifelt man, da hat man Angst vor etwas, man ist nervös, man findet keine Ruhe, einem wird der Schlaf geraubt. Es kann sich hier auch um Albträume drehen und handeln. Aber so der Missmut, die Verzweiflung sind die gängigsten Deutungsvarianten bei den Neun der Schwertern. Wie hier die Heilung, hier mit der Karte und hier mit der Karte,
umschwenken könnte in Angst oder in Zweifel oder in Verzweiflung. Das kann hier recht rigoros passieren, das kann hier sehr schnell passieren, urplötzlich quasi. Die Abfolge hier und vor allem mit der Dankbarkeit als Hauptenergie ist hier sehr interessant dargestellt. Auch darüber möchte ich noch mehr Informationen sammeln. Die zwei der Kelche. Die zwei der Kelche ist eine ganz klassische Partnerschaft, Beziehungs- oder Freundschaftskarte. Es geht hier für viele von euch um einen ganz bestimmten zwischenmenschlichen Aspekt, um ein zwischenmenschliches Thema, welches für viele von euch jetzt natürlich intensiver sein kann als für manche andere von euch. Anders ausgedrückt, es kann sich bei manchen von euch hier um eine Partnerschaft drehen, bei manchen anderen dreht es sich um eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft oder eine Nachbarschaft oder eine Kollegschaft. Die zwei der Kelche bedeutet ihr, liebe Skorpione, in Bezug zu einem anderen Menschen. Ich kann mir hier gut vorstellen, dass euch hier immer mal wieder jemand beruhigt hat oder beruhigen musste, vielleicht auch sogar gut zugeredet hat. Das ist jemand, der euch Mut machen wollte, jemand, der an eurer Seite war, euch den Rücken stärkt. Genauso gut könntet ihr natürlich diese Funktionen für jemanden bereitgestellt haben. Hier kann man davon sprechen, dass man sich auf jemanden verlassen kann, dass jemand in der Hinterhand sich befindet, so eine Art Fels in der Brandung. Dieses Gefühl, diese Überzeugung, die kann man hier gut und gerne vermuten mit den vier Schwertern und den zwei der Kelchen in der Spiegelung. Allerdings ist dazwischen die neun der Schwerter und da wird man wahrscheinlich sogar ja, frustriert, da wird man vielleicht auch ja, im Regen stehen gelassen, könnte man sagen. Man wird auf jeden Fall enttäuscht, weil man sich auf etwas bislang vielleicht blind hat verlassen können. Aber dieses Etwas oder vielleicht natürlich auch, wie gesagt, dieser jemand könnte einem hier gut und gerne im Stich gelassen haben. Gerade in so Tiefphasen oder an Tiefpunkten, wo es, ja, wo es den Eindruck einem vermitteln könnte, dass es nicht mehr tiefer geht. Da übersieht man häufig das kleine Glück, welches man im Leben hat. Und das kleine Glück, das könnte jetzt hier ein ganz bestimmter Mensch möglicherweise für viele von euch sein. Wie auch schon gesagt, spezielles Szenario. Ich werde dann noch die weiteren Karten abwarten müssen, ob das in eine derartige Richtung hier geht. Hier haben wir den Wagen. Der Wagen steht für Fortschritt, für Progress, für ein Weiterkommen, meistens dort, wo vorher kein Weiterkommen war. Es ist die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Der Wagen auf die Mäßigkeit in der Spiegelung kann bedeuten, dass Kommunikation, Informationen, Gespräche, Textnachrichten, wie auch immer, einem ein Problem lösen könnten. Dass man hier weiterkommt, indem man sich mit jemandem unterhält oder auseinandersetzt. Jemand, den ich jetzt gerade auch schon als Fels in der Brandung beispielsweise deklariert habe, der könnte euch gut und gerne eine Art Lösungsweg aufzeigen in einer Misere, in einer Problematik, an dessen Lösung ihr noch gar nicht gedacht habt. So eine Art Licht könnte einem hier aufgehen. Jemand könnte hier der Problemlöser auf gut Deutsch gesagt sein. Das wäre hier gut und gerne denkbar, gerade mit der Erfolgsorientierung, mit dem Siegeswillen und mit dem Vorankommen könnte hier eine ganz bestimmte Information euch bei dem ein oder anderen Hindernis behilflich sein. Auch den Wagen möchte ich mir noch genauer anschauen und bitte bedenkt natürlich, gerade in einem allgemeinen Reading können die Rollen vertauscht sein. Genauso gut könntet ihr hier nämlich als Problemlöser für jemanden, der in einer Problematik steckt, agieren. Dann ist das eher von der Seite aus aufzurollen. Die Liebenden. Also es geht hier für viele von euch tatsächlich um einen zwischenmenschlichen Aspekt, um ein zwischenmenschliches Thema. Hier habe ich die Liebenden, hier habe ich die Zweikelche. Beide sind hier relativ ja, deutliche Karten für zwischenmenschliche Belange. Und beides kann hier natürlich von der Intensität her stark variieren. Ich habe es vorhin schon versucht, euch zu erklären. Nicht jeder hat es hier mit einer Partnerschaft zu tun. Manche haben es mit einer Freundschaft zu tun. Manche haben es mit einer Kollegschaft zu tun. Für manche ist das hier eine familiäre Angelegenheit. Das kann sehr individuell sein. Und Zwischenmenschlichkeit bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes ihr in Bezug zu einem anderen Menschen. Die Liebenden in der Grunddeutung ist eine Herzensentscheidung. Eine Entscheidung scheint hier also in der Zukunft anzustehen für den ein oder anderen von euch. Oder mit den Liebenden hier im Outcome ist generell das Thema oder das Genre oder der Überbegriff sozusagen bereits dargestellt. Auch das möchte ich mir jetzt anhand der Klärungen und Spiegelungen noch genauer ansehen. Das ist der Gehängte.
Der Gehängte ist zweideutig zu deuten in vielen Fällen. Es kann hier ein Meinungs- oder ein Perspektivenwechsel dargestellt sein. Der Gehängte kann aber genauso gut für Stagnation und für ein Nicht-von-der-Stelle-Kommen stehen. Der Gehängte auf die Mäßigkeit. Ich glaube, dass hier manche von euch, wenn ich das Ganze jetzt von einem spirituellen Aspekt aufrolle, liebe Skorpione, mehr und mehr in Richtung Dankbarkeit tatsächlich gehen. Das ist die Hauptenergie hier, anstatt immer alles sehr eng zu sehen oder anstatt sich, man könnte sagen, oftmals zu beklagen aufgrund von dessen, was man nicht hat, anstatt sich an dem zu erfreuen, was man hat. Und das ist nicht vorwurfsvoll und auch nicht böse gemeint. Die allermeisten der Menschen tun so etwas häufiger, als ihnen bewusst wird. Viele Menschen, die wollen etwas, haben Ziele, haben Wünsche, wollen etwas erreichen, haben Bestrebungen. Und ihr werdet es kennen, liebe Skorpione, jeder Mensch wird es kennen. Nicht immer wird einem das gewährleistet. Nicht immer ist das, was man haben will, auch tatsächlich umsetzbar. Anstatt sich aber dann zu beklagen, anstatt es zu betrauern oder zu bereuen oder eben gar zu verzweifeln, kann man in eine gewisse Dankbarkeit in dem Sinne gehen, dass man sich erfreut an den Dingen, die man hat und die man vielleicht nicht immer wirklich angemessen wertschätzt. Und diese angemessene Wertschätzung, die kann ich mir hier im zwischenmenschlichen Bereich sogar vorrangig vorstellen. Ihr merkt, dass das Ganze hier mehr und mehr in eine ganz spezielle Richtung geht, die ich natürlich noch genauer erörtern möchte. Der Tod. Der Tod ist Veränderung und Transformation. Der Tod ist ebenso eure ganz klassische Tarotkarte, liebe Skorpione. Neben dem Turm seid ihr generell im Tarot im Tod dargestellt und deswegen kann ich hier eure Energie bereits entdecken. Der Tod auf die Vier der Schwerter bedeutet, dass viele von euch hier durch eine ganz bestimmte Entwicklung oder Veränderung zu einer gewissen Erkenntnis, Klarheit oder Einsicht kommen können. Das sagt der Tod auf die Vier Schwerter in dem Sinne, dass wo es vorher nicht weitergegangen ist, man jetzt unter einer ganz bestimmten Perspektive weiterkommen kann. Wie ein beispielsweise ein Problem, was vorher nicht lösbar war, jetzt aber durch eine andere Perspektive lösbar zu sein scheint. Das mit der Dankbarkeit ist im Prinzip zu komplex zu formulieren. Ich würde mehr und mehr sagen, dass man sich den positiven Aspekten in einer gegenwärtigen Situation mehr und mehr bewusst wird, dass man mehr Wert darauf legt, anstatt dass man es wie vorher beispielsweise kleinredet oder ja, als selbstverständlich erachtet. Ich werde euch da gleich wahrscheinlich mehr Beispiele geben, wenn ich hier die Mittelkarte aufgedeckt habe. Auf die 9 der Schwerter in der Mitte des Readings haben wir den Pagen der Münzen. Der Page der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen und in diesem Pagen der Münzen kann ich nicht unbedingt eure Energie entdecken, generell kann ich euch hier im Tod entdecken logischerweise, aber der Page der Münzen scheint mir ein ganz bestimmter Bezugsmensch von euch zu sein. Wie auch immer ihr mit ihm oder ihr involviert seid oder ja, in Verbindung steht. Aber dieser Page der Münzen, der oder die, hat euch in einem bestimmten Maße enttäuscht, vielleicht auch frustriert. Es kann hier gut und gerne sein, dass etwas, was eigentlich bislang lief im zwischenmenschlichen Sinne, jetzt durch ganz bestimmte Umstände sich verändert haben könnte, beziehungsweise durch etwas, was gesagt oder getan wurde, völlig gekippt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auf jemanden sauer ist, von jemanden enttäuscht ist, auf jemanden böse sein könnte, weil dieser Mensch etwas getan hat, was er oder sie vielleicht niemals getan hat oder was ihm oder ihr nicht zuzutrauen war. Also eine ganz bestimmte Person hat ins Klo gegriffen. So kann man es natürlich auch formulieren. Und dieser Page der Münzen, der hier in der Mitte des Readings aktiv ist, ist sich potenziell gar nicht darüber bewusst so richtig, dass er oder sie euch wehgetan hat, enttäuscht hat, frustriert, möglicherweise euch auch tiefer verletzt hat, als er oder sie es bislang angenommen hat. Der Page der Münzen ist ja, generell eine Hofkarte im Erdzeichen, aber es muss hier kein Erdzeichen sein, was dargestellt ist. Wichtig ist, die Charakteristik zu deuten. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen in jeder einzelnen Hofkarte dargestellt sein, vorausgesetzt, diese Eigenschaften oder Charakteristiken sind auf euch oder auf Bezugsmenschen, natürlich im Resonanzfall, zurückzuführen. Und der Page der Münzen ist jemand, der meistens hoch hinaus möchte, der ambitioniert ist, jemand, der lernfleißig, neugierig und eifrig ist. Jemand, der persönliche Ziele häufig über zwischenmenschliche Ziele stellt. Das ist typisch für einen Pagen der Münzen. Das ist jemand, der, wenn er die Wahl hat, Geld oder Liebe, in den meisten aller Fällen das Geld wählen würde.
Und ich glaube, dass ihr diesen Menschen in der Vergangenheit schon kanntet. Ich glaube nicht, dass ihr euch jetzt hier erst über den Weg lauft. Aber ich glaube auch, dass diese Zwischenmenschlichkeit, wie es zwischen euch beiden schlichtweg lief, es war harmonisch zwischen euch beiden, man war freundlich, höflich, zuvorkommend, gegenseitig eingestellt. Das ist hier entweder abrupt abgebrochen oder es hat sich schleichend verändert. Und dieser Umstand im zwischenmenschlichen Sinne, dieses Negative, scheint mir hier auch dieser sogenannte Dorn im Auge zu sein, den ich vorhin auch schon angesprochen habe. Und ich glaube eher primär für euch, als dass es ihm oder ihr großartig stören würde, was da bei euch passiert sein kann. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist eine schicksalshafte Karte, logischerweise. Es geht hier um Schicksalswege, schicksalshafte Entwicklungen, schicksalshafte Ereignisse oder sogar auch Veränderungen, die wir hier mit der Spiegelung auf den Tod schon deutlich sehen können. Allerdings sehe ich hier auch das Rad des Schicksals auf die zwei der Kelche geklärt und das bedeutet schicksalshafte Verbindung zwischen zwei Menschen. Ob ihr jetzt hier füreinander bestimmt seid, in dem Sinne, dass ihr ja euer ganzes Leben miteinander verbringen sollt, im Sinne von Hochzeit oder Kinderkriegen, Familie gründen, Häuser bauen, Baumpflanzen etc. Oder dass ihr in dem Sinne füreinander bestimmt seid, um euch ganz bestimmte Lektionen des Lebens beizubringen. Auch dafür sind sogar sehr häufig Menschen füreinander bestimmt. Menschen sind manchmal auch füreinander bestimmt, um sich zu zeigen, wer oder wie es denn nicht sein soll. Das kann ich mir auch vorstellen, genauso wie man dafür bestimmt sein kann, sich gegenseitig zu heilen. Ihr merkt, Menschen oder ja generell zwischenmenschliche Beziehungen sind auf unterschiedlichsten Arten und Weisen füreinander bestimmt. Manchmal weiß man es im Vorfeld, zu was man miteinander bestimmt ist. In den meisten aller Fällen wird man das aber erst im Laufe einer gewissen Zeit, und das hier ist eine Zeitkarte, herausfinden. Da werde ich auch noch die Karte hier unten brauchen, um da etwas konkreter werden zu können. Es wäre hier aber gut und gerne möglich, dass man dachte, im zwischenmenschlichen Sinne zu mehr bestimmt zu sein, als das, was da sich zwischen euch beiden dann unterm Strich entwickelt hat. Das kann ich mir hier als sehr plausibles Szenario vorstellen, aber dennoch ist das noch speziell und möchte ich mir noch genauer ansehen. Hier haben wir die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist in vielen Fällen eine Entscheidung, die es hier zu treffen gilt. Es kann auch manchmal für die Ausgewogen oder Ausgeglichenheit stehen. Genauso wie das Karma hier eine Rolle spielen kann. Karma übrigens hier neben dem Rad des Schicksals häufig so zu deuten. Genauso wie aber auch hier Kompromisse oder der Mittelweg dargestellt sein kann. Die Gerechtigkeit auf den Wagen, das kann ich mir tatsächlich als einen Beschluss zum Weitermachen vorstellen. Weitermachen oder weiterzugehen, ungeachtet dessen, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist oder wie schwer sich die jetzige Situation auch anfühlt, ist eine aktive Entscheidung. Das muss ich euch wahrscheinlich genauer erklären. Viele von euch werden sicherlich nicht zum ersten Mal in ihrem Leben einen Rückschlag erlitten haben. Nicht den ersten Misserfolg, nicht die erste Frustration oder Enttäuschung und wahrscheinlich auch nicht im zwischenmenschlichen Sinne wird das hier das erste Mal sein, dass ihr böse auf jemanden sein könntet oder sauer auf jemanden sein könntet. Eure Entscheidung zum Weitermachen obliegt nun einzig und allein euch, nämlich ihr habt jetzt die Wahl, entweder mit dem, was passiert ist, weiterzumachen und damit klarzukommen, es entweder vielleicht zu bereinigen oder es hinzunehmen, drüber zu stehen, es zu akzeptieren. Oder die Alternative ist, stehen zu bleiben, zu stagnieren, hier in der Spiegelung, um eben an dem zu verzweifeln, was da passiert ist. Viele Menschen entscheiden sich für Letzteres, gerade Menschen, die über einen ganz bestimmten Umstand nicht hinwegkommen können. In Klammern muss ich das setzen, weil natürlich kann man über diesen Umstand hinwegkommen, die meisten schaffen es aber tatsächlich nicht. Ich habe hier nämlich die Gerechtigkeit, also eine aktive Entscheidung, die sich auf ganz bestimmte Entwicklungen, Ereignisse oder Veränderungen bezieht, einmal auf den Wagen geklärt und einmal auf den Gehängten gespiegelt. Und einmal haben wir hier die schnellste Karte im Tarot und dann haben wir hier die langsamste Karte im Tarot. Einmal haben wir hier das Weitermachen und einmal haben wir hier das Stehenbleiben. Das kann ich mir in, wie gesagt, unterschiedlichsten Intensitätsgraden vorstellen. Der Eremit. Der Eremit ist hier eine, ich möchte sagen, bedeutsame Karte, weil der Eremit für Wissen aneignen und weise werden steht. Es ist eine sehr spirituelle Energie von diesem Eremit auskommend und der Eremit hat häufig etwas mit dem Lektionen verinnerlichen zu tun. Lektionen lernen kann man auch dazu sagen, aber
Was das Leben einem bringt oder beschert, ist nicht immer im ersten Moment verständlich. Man kann da auch nicht immer im ersten Moment etwas damit anfangen. Man könnte dadurch verwirrt oder konfus gemacht werden. Und ich glaube, ihr habt hier, gerade in der Mitte des Readings ist es deutlich zu sehen, mit einer Situation zu tun, die ihr im ersten Moment euch nicht erklären könnt, die ihr nicht gutheißen werdet, die definitiv aber vielen von euch auf die Art und Weise noch nicht so häufig passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass einige von euch hier erst einmal zu schlucken haben mit den Vorkommnissen, die hier im zwischenmenschlichen Bereich auf euch warten, liebe Skorpione. Der Eremit hat in dem Sinne etwas zu tun, dass man sich selbst die Fragen beantworten möchte, wie da lauten könnten, warum passiert das gerade mir? Warum gerade dieser Mensch? Warum gerade jetzt? Warum gerade ich? Warum gerade unter diesen Umständen? Also dieses, was hat das zwischen euch beiden zu bedeuten? Was will Gott, das Schicksal, das Universum euch mit diesem Menschen sagen? Was hat dieser Mensch für eine Bedeutung für euch? Warum habt ihr euch getroffen? Warum kennt ihr diesen Menschen? Und warum hat dieser Mensch sozusagen in euer Leben eintreten müssen? Es wird euch hier vor allem gedanklich und vielleicht auch philosophisch einiges abverlangen, sich diese Fragen bestmöglichst zu beantworten. Dabei könnte man sich etwas rar machen. Dabei könnte man gut und gerne auch ein wenig Abstand versuchen zu gewinnen, um möglichst unbeirrt sich Gedanken machen zu können. Ich habe hier die drei Kelche. Die drei Kelche kann hier für ein Kollektiv stehen. Drei Kelche bedeutet also die anderen Menschen oder Menschen in eurem Umfeld. Ich glaube, dass da viele von euch eine bestimmte eigene Meinung haben oder eine gewisse Ansicht haben, die sich hier mehr und mehr herauskristallisieren, vielleicht sogar bestätigen wird. Und die sieht man hier sehr deutlich. Es ist die Lehre, die ich bei vielen von, ja, bei vielen von meinen Ereignissen und persönlichen Erfahrungen auch schon habe ziehen müssen und das unter schwierigsten Umständen. Verlass dich nicht auf andere Menschen. Vertraue nicht unbedingt jedem, der meint, du kannst mir ruhig vertrauen. Das sind so harte Lektionen, muss ich sagen, die manche von euch vielleicht, wie gesagt, schon hier lernen werden, vielleicht auch schon verinnerlicht haben, aber drei Kelche auf Gehängte. Es gibt Menschen in unserem Leben, und zwar sind die allgegenwärtig, die uns eher auf unserem Weg aufhalten, die uns eher Steine in den Weg legen werden, anstatt sie darauf aus sind, uns zu helfen und uns weiterkommen zu lassen. Es gibt Menschen, die eher für Gegenwind als für Rückenwind sorgen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dieser Metapher etwas anfangen. Und die Frage dreht sich jetzt hier vorrangig um diesen Menschen, ob jetzt er oder sie jemand ist, der euch Gegenwind beschert oder Rückenwind beschert. Und ich glaube, dass viele von euch sich diese Frage nicht einfach so beantworten können, weil diese Frage in ihrer Komplexität, was eure persönliche Situation angeht, nicht einfach so mir nichts, dir nichts zu beantworten ist, weil es da unterschiedlichste Aspekte gibt, die man bei einer Beantwortung jener Frage in Betracht ziehen müsste. Gerade aber auch ist das auf die persönliche Situation zu beziehen. Ja, die fünfte Münzen. Die fünfte Münzen ist eine ganz klassische Verlassenskarte. Ich habe hier oben schon davon gesprochen, dass man hier möglicherweise enttäuscht wurde, dass man hier im Regen stehen gelassen wurde, dass hier jemanden, ja, oder jemand, der einem etwas versprochen hat, dieses Versprechen gebrochen hat. Jemand hat hier gesagt, ich bin für dich da, und dann, als es drauf ankam, war er oder sie nicht für euch da. Das ist ein Mangel, das ist ein Verlust, das ist ein Fehlen, und das ist hier auf euch geklärt. Und genau das hat sich verändert. Genau das war vorher gegeben, und jetzt ist das nicht mehr gegeben. Dieser Fels in der Brandung, der vorher existierte, ja, den hat jetzt das Meer mitgenommen. Der ist jetzt überschwemmt worden und ist schlichtweg nicht mehr da, um euch Rückhalt zu bieten. Ich glaube, hier hat jemand euer Vertrauen missbraucht. Ich glaube, hier hat jemand etwas gesagt und hat sich dann am Ende nicht daran gehalten. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Allerdings ist auch das wiederum, was die Intensität angeht, sehr unterschiedlich wahrscheinlich bei vielen von euch. Die acht der Münzen. Die Acht der Münzen ist eine ganz klassische Arbeitskarte. Man kann auch von der Hingabe, von der Leistung, von der Leidenschaft sprechen oder von eben dem Engagement sprechen. Das ist hier auf den Pagen der Münzen geklärt. Und ich glaube, dass dieser Page der Münzen seinen Fokus, seine Prioritäten verändert hat und dass ihr, liebe Skorpione, nicht mehr unter diesen Prioritäten fallen werdet. Anders und
salopp ausgedrückt, ihr seid diesem Menschen nun weniger wichtig, als ihr es vorher wart. Ich weiß nicht, was dafür der Auslöser war. Ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt einen Auslöser gibt, weil Menschen ändern ihre Meinung häufiger mal und zwar sehr viel schneller, als es ihnen selbst sogar lieb wäre oder als sie es selbst sogar bemerken würden. Ich glaube, hier mit den 8 Münzen auf die 9 Schwerter konzentriert sich jemand auf eigene Angelegenheiten, auf persönliche Ziele, Wünsche und Träume, vielleicht sogar, und das sagt mir jetzt diese Konjunktion hier mit Verlassenskarte, einem Gegenüber wahrscheinlich von euch, und hier einer Beziehungskarte, dass hier jemand mehr Interesse hat an anderen Personen, und dann wäre ich hier tatsächlich jetzt bei der Dreierkonstellation, als dass ihr weiterhin diese Aufmerksamkeit von jemandem zugeführt bekommt oder zugestanden bekommt. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Und natürlich wäre das ein Umstand, der einen nicht sonderlich gefällt. Wie auch schon gesagt, das war jetzt ein Beispiel, was eher niedriger anzusiedeln wäre, wenn euch hier jemand etwas versprochen hat und ihr seid auf einen Menschen angewiesen, der euch dann schlichtweg im Stich lässt, ist das schon etwas höher zu kategorisieren. Aber je nachdem, was genau hier in eurem persönlichen Leben natürlich dann mit diesem Menschen widerfährt im Resonanzfall, ist das natürlich dann auch von der, ja, von der Schwere her oder von der Intensität her stark zu variieren. Nochmals die 2. Kelche. Also die 2. Kelche auf 2. Kelche und dazwischen ist das Rad des Schicksals. Es deutet darauf hin, dass ihr euch nicht umsonst über den Weg gelaufen seid. Es deutet darauf hin, dass ihr definitiv eine gewisse Rolle oder eine gewisse Aufgabe oder Pflicht im Leben des jeweiligen Gegenübers zu erfüllen habt oder vielleicht auch hattet zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall seid ihr füreinander bestimmt. Auf welche Art und Weise kann ich euch anhand eines allgemeinen Readings nicht sagen. Ich bin mir aber recht sicher, dass ihr das herausfinden werdet, weil entweder ist es hier eine Prüfung für euch beiden, die eure Beständigkeit, euer Vertrauen, eure Zuneigung bzw. auch euren Zusammenhalt auf die Probe stellen soll. Das wäre gut und gerne möglich. Allerdings kann es auch eben zu diesen Lektionen des Lebens hier kommen, in dem Sinne, dass euch jetzt hier klar wird, welcher Mensch es eben nicht sein soll, welcher Mensch nicht für euch bestimmt ist, mit welchen Menschen ihr euch keine Zukunft vorstellen wollt oder könnt. Das kann man so oder so natürlich formulieren. Und auch hier sieht man mit der Verlassenskarte, mit der Verlustkarte auf eine Beziehungskarte, dass man hier gut und gerne von einem Kontakt sprechen kann im zwischenmenschlichen Sinne, der unter bestimmten Entwicklungen und vielleicht sogar relativ plötzlichen Ereignissen weniger und weniger wird, der einrostet, der absackt, vielleicht auch von heute auf morgen abgebrochen wird. Ich glaube nicht, dass hier jemand mit euch Schluss macht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hätte ich hier doch schon etwas andere Energien, obwohl es jetzt nicht unbedingt für jeden einzelnen von euch auszuschließen wäre. Ich glaube aber, dass man das hier eher aus dem spirituellen Sinne betrachten sollte, denn diese Lektionen, nicht jeder Mensch tut dir gut, nicht jeder Mensch wird auf ewig bei dir sein und auch nicht jeder Mensch, auf den man sich vielleicht eine Zeit lang verlassen kann, wird ewig verlässlich sein. Auch, wie gesagt, ich habe persönlich auch schon solche Erfahrungen machen müssen. Eventuell werden ähnliche Erfahrungen viele von euch hier auch tun. Und mit der Gerechtigkeit und dem Gericht hier in dieser letzten Sparte kann ich jetzt hier von etwas ganz Bestimmten reden. Und zwar könnte es hier sein, dass jemand gegen eine Regel, vielleicht sogar gegen ein Gesetz verstoßen hat, vielleicht auch ein Gebot. Gerechtigkeit und Gericht aufeinander. Die Reihenfolge ist eigentlich egal, bedeutet häufig etwas Derartiges. Es gibt hier Vorsätze, vielleicht auch so etwas wie ungeschriebene Gesetze, gegen die sich aber hier potenziell jemand jetzt sozusagen auflehnte und deswegen auch zu einer Art Konflikt oder zu einem Problem geführt hat oder dafür gesorgt hat. Das Gericht hier kann für eine Erkenntnis stehen, für eine Bewusstwerdung, für eine Auferstehung oder Auferweckung, kann man auch manchmal sagen, aber vor allem hier in der Spiegelung zu den 3 der Kelchen könnte hier gut und gerne eine dritte außenstehende Person euch einen ganz bestimmten Menschen vergrault haben. Es könnte sein, dass eine dritte außenstehende Person dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass jemand, den ihr bislang wirklich auch fest in eurem Leben hattet, als eine Art Rückhalt, als eine Art Mensch, auf den man sich blind verlassen hat können, dass dies nun nicht mehr ein Mensch ist, der in diese Kategorie passt. Es kann natürlich hier beispielsweise euer bester Freund, eure beste Freundin sein, der oder die jetzt jemanden kennengelernt hat
und dem er oder sie jetzt natürlich seine oder ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Ergo werdet ihr schwinden in der Priorität eures Gegenübers und eine dritte außenstehende Person steigt in der Priorität. Das ist eines von vielen Beispielen, was ich euch hier geben kann, aber so oder so seid ihr hier eher die Leidtragenden von dieser Entwicklung. Dennoch ist hier die Dankbarkeit dafür dargestellt, dass man Erfahrungen, dass man Lektionen, dass man sozusagen jetzt auch weiß, wo man steht. Man hat dann hier den Durchblick, beziehungsweise man könnte auch hier von der erlangten Klarheit sprechen. Und von Klarheit sprechend kann ich hier das Gericht entdecken, ich kann hier den Eremiten entdecken, ich kann tatsächlich hier in einem zwischenmenschlichen Sinne, auch wenn die Wahrheit hier nicht unbedingt einem erfreut, dennoch von der Klarheit sprechen. Und dankbar zu sein für die Zeit, die man hatte, dankbar zu sein für das, was bislang hinter euch liegt im zwischenmenschlichen Sinne, für Erinnerungen oder für all die Male, wo dieser Mensch tatsächlich für euch da war, die kann hier dargestellt sein. Die kann aber auch gut und gerne dann in dieser Situation nur ein schwacher Trost für den einen oder anderen sein. Und das kommt wiederum stark auf die Intensität an. Da ist der Turm. Okay. Also dann ist das hier für viele von euch tatsächlich sehr individuell zu deuten. Das erzähle ich im Prinzip anhand eines Beispiels immer sehr gerne, nämlich ihr seid zusammen, ihr zwei. Ihr seid in einer festen partnerschaftlichen Verbindung. Jetzt gibt es hier eine dritte außenstehende Person, die das Interesse eures Gegenübers weckt. Was passiert? Dieses Gegenüber von euch könnte hier weniger und weniger sich auf euch konzentrieren, euch wertschätzen, mit euch Zeit verbringen und mehr eben mit einer anderen Person Zeit verbringen. Das kann natürlich für den einen oder anderen plötzlich und unvorhergesehen passieren, was dann der Turm generell aussagt. Und was dann hier passiert, ist, dass ihr euch erklären möchtet, warum das passiert, welche Lektion ihr daraus ziehen sollt, was ihr dadurch zu lernen habt. Und wie das Ganze hier mit der Dankbarkeit in Verbindung zu bringen ist, ist sehr komplex zu erklären. Allerdings ist es hier so zu deuten, dass man dankbar sein sollte für das, was man hat, auch wenn man hier eine schwere oder schlechte Zeit durchlebt. Diese Dankbarkeit, diese Demut, könnte man auch tatsächlich sagen, ist in vielen Situationen immens wichtig. Denn wenn man diese kleinen Dinge im Leben, das kleine Glück außen vor lässt oder für selbstverständlich erachtet, könnte man an vielen negativen Umständen zerbrechen. Und es wird häufiger mal nicht unbedingt nach der eigenen Pfeife gehen im Leben. Ich glaube, da werde ich euch nichts Neues erzählen, weil solche Lektionen, die werden sicherlich einige von euch schon gelernt haben mittlerweile. Aber auch wenn man hier vielleicht jemanden enttäuscht oder wenn man von jemanden enttäuscht wird, je nachdem ob aktiv oder passiv, vielleicht sogar sich von jemanden trennt oder vielleicht sogar, dass man hier ein Versprechen brechen muss oder es wurde ein Versprechen von jemandem gebrochen, aus welcher Sichtweise man das auch immer sehen möchte. Dankbar zu sein ist hier in dem Sinne wichtig, möchte ich tatsächlich sagen, weil dadurch nicht das Ende der Welt eingeführt wurde. Man hat dann hier möglicherweise jemanden weniger in seinem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis, aber man hat natürlich dann auch noch andere Menschen um sich. Man ist vielleicht bei guter Gesundheit, man steht vielleicht finanziell gut da, vielleicht hat man einen tollen Job, vielleicht hat man eine super Familie, einen super Freundeskreis. Dann gibt es halt ein schwarzes Schaf in der Familie oder ein schwarzes Schaf im Freundes- oder Bekanntenkreis, der dann hier dargestellt ist. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Ich glaube auch, dass man von einem pragmatischen Standpunkt aus betrachten kann, dass, weil etwas Negatives passiert, nicht alles im Leben negativ ist. Und ich hoffe, ich kann es euch so erklären. Ich hoffe, ihr kommt auch mit und ihr könnt mir folgen, liebe Skorpione. Es ist diese Dankbarkeit anhand einer negativen Situation, die hier potenziell passiert, zu erklären, ist relativ schwierig. Allerdings hoffe ich, dass mit meinen Ausführungen ich euch eben diese Situation näher bringen habe können. Ich bin hier sehr gespannt auf das Outcome, muss ich sagen, weil hier mit diesem Turm auch eure eigene Energie dargestellt ist. Wie auch schon vorhin gesagt, hier beim Tod, beim Turm seid ihr auch energetisch vertreten. Und wenn die eigene Energie im Outcome sich befindet, heißt das häufig, es geht bergauf. Aber dieser Turm, dieses Ereignis, was hier passiert, was mit diesem Menschen und einer Enttäuschung zu tun hat, das möchte ich mir natürlich jetzt im weiterführenden Reading unter anderem noch genauer anschauen. Ich will da noch mehr Beispiele nennen können, noch mehr Details nennen können, noch mehr Einblicke gewähren und dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen.
Liebe Skorpione, solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, könnt ihr was mit den genannten Energien anfangen? Ist euch dieses Reading hier nicht fremd oder kurz gesagt resoniert es mit euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Videobeschreibung unter dem Video gleich den Link als allererstes, der würde euch dorthin führen. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freue, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Ihr habt natürlich nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Juni. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut!